Vor wenigen Wochen starb der Religionswissenschaftler und Religionsphilosoph Klaus Heinrich. Klaus Heinrich ist wie manche andere, die unsere geistige Formation geprägt haben, Jahrgang 1927, Flakhelferjahrgang gewesen. Sein Wirkungszentrum war ganz und gar die Stadt Berlin. Er gehörte als junger Student zu den Mitbegründer der Freien Universität Berlin. Er war auch in der 68er-Zeit eher auf der Linken, aber neben Jakob Taubes federführend für die intellektuelle Herausforderung dieser Universität gestanden. Klaus Heinrichs Werk ist immer noch in gewisser Weise ein Geheimtipp. Und es ist ein Geheimtipp, den ich Ihnen sehr gerne weitergeben möchte. Er hat einen Lehrstuhl inne gehabt für Religionsphilosophie und Religionswissenschaft. Und er hat eigentlich neben einer Habilitationsschrift die Schwierigkeit, Nein zu sagen, kaum etwas publiziert, viele Jahrzehnte lang. Nur dann Essays und Sammlungen. Er hat gewirkt durch seine Vorlesungen. Und seine Vorlesungen haben den Stoff der Religion genommen und an ihm Grundfragen, Grundprobleme menschlichen Lebens, der Verdrängung der Politik untersucht. Das alles wurde glücklicherweise nachstenografiert, nach Tonbandaufnahmen und liegt jetzt in den sogenannten Dahlemer Vorlesungen in einigen Bänden vor. Was Klaus Heinrich aus dem Stoff der Religion macht und gewinnt, ist schlechterdings faszinierend. Für ihn ist Gegenwart und Vergangenheit eins und dasselbe. Er behandelt gleichermaßen Heideggers Beiträge zur Philosophie, die Architektur von Piranesi bis Albrecht Speer, im Spiegel der griechischen Riten, der griechisch-mythologischen Religionsausübungen und immer wieder der Frage des Bündnisses. Mit und aus dem Bündnis zu denken, das war für ihn wesentlich. Hier sieht er auch eine Grunddifferenz zwischen dem jüdischen Weg und dem Weg der griechischen Metaphysik. Ich stimme mit manchen, auch eher destruierenden, dass er der Metaphysik ins Stammbuch schreibt, als Philosoph par profession nicht überein. Aber ich habe es immer mit hoher Achtung und Gewinnung als einen religionstheoretischen Gegenblick gegen die vermeintliche Autonomie der Vernunft wahrgenommen. Klaus Heinrich denkt und dachte redend. Er hat diese Vorlesungen gehalten, wirklich wie mit Kleist, im allmählichen Verfertigen der Gedanken beim Sprechen. Ich habe ihn ein paar Mal noch in seinen letzten Berliner Vorlesungen gehört, leider nie eine Vorlesung ganz. Er ging da auf und ab, ein gesetzter, älterer Herr. Er war ja Schüler Tillichs gewesen, reicht weit zurück in diese Frage nach dem, was uns unmittelbar und unbedingt angeht. Fast wie ein älterer Pastor, aber er brachte das Brodeln des religionsgeschichtlichen Materials zweckfrei und in einer unglaublichen geistigen Kraft und Präsenz zur Erscheinung. Diesen Gedanken kann man nun auch weiter nachdenken, wenn man seine Dahlemer Vorlesungen studiert. Und Sie werden sehen, dass Sie bei Klaus Heinrich Einsichten gewinnen, die nicht zu einem System geformt oder verformt sind, aber zeigen, dass die Grundprobleme und Grundfragen menschlicher Subjektivität Religionsfragen sind. Diese Verbindung des erinnerten Vergangenen mit der aufgegebenen Zukunft, diese Aufklärung, die in die Tiefe steigt, mit einem Wort von Thomas Mann, hat Klaus Heinrich wie kaum ein anderer vertreten. Und er war noch ein Mensch ganz der Schule der gelehrten Kontemplation. Er hatte, wenn ich es richtig weiß, keinen Internetanschluss, er hatte keinen YouTube-Kanal. Er hatte dadurch Zeit für seine Gedanken. Er hat auch gemalt, gezeichnet, hat Gedichte geschrieben und hat bis zuletzt diese freischwebende Präsenz des Denkens in den Grundformen der Religion gezeigt und gezeichnet. Ein Geheimtipp, aber einer, der uns wirklich auf die Geheimnisse unserer Vernunft führt.